So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Boost Ruby, und heute geht's in Pilas Schloss. Erstmal müssen wir uns da auch kämpfen. Und ich werde, es wird nicht so einfach. Na dann, auf geht's. Sehr gut, Trunks. Dann mal los. Aber wer beginnt das? Festungsgelände. Ja. Wer hat da eigentlich? Down. Ja, da mal umschauen, wo gehen wir lang? Hep. So, beide Türme benutzt. Eine sehr große Festung, nur? Wir gehen da lang. Und haben Level 96. Hep. Nochmal sterben. Und sterben. Genau so läuft das. Genauso nicht anders. Okay, dann gehen wir mal in diesen Kanal lang. Ich glaube, da haben Pilaf und seine Leute immer reingekotzt. Deswegen sieht es schon ziemlich grün aus. Wow, bin ich hier gelandet. Ja, vor diesen Vampiren müsst ihr euch in Acht nehmen. Weil sobald sie euch einmal berühren, seid ihr tot. Ich gehe ja da. So, wieder ein Level up. Rein. Hey, Kate! What are you doing here? This isn't the kitty park. I'm looking for something. Well, I doubt you're going to find it here. Good look somewhere else. Actually, the dragon water says it's near here. Dragonrider? Like that medley girl Bulma had? You know my mom? Oh no!
Sengoku isn't around here. Is he? I won't let you take my Dragon Ball! Wow! Hat der ein Geschütz aufgefahren? Okay. Der ist sehr stark. Aber ich denke, den krieg ich platt. So, er ist kaputt. Okay, I give up! Take the Dragon Ball, I'm getting too old for this! So. Hier lang. Hier ist nix, verdammt. Next level. Und weg vom Fenster. Ihr seid für mich gar keine Gegner, ihr seid Luschen. Billige Luschen. Okay. Den Platz gemacht. Hier geht's lang. Wow, 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 wow. Hier geht's lang. Welche Gänge haben wir denn noch? Wir haben den da. Und dann noch die zwei da unten. Weiter. So. Hier lang. Trunks, wir müssen weiter. Nein, mit euch reden wir nicht. Ihr seid bösartig. Hab. Ein Raum weiter. Hier lang. So. Hier ist nix. Und da. Okay, da waren wir schon. Und wir haben wieder ein Level up. Und auf geht's, Trunks. Wir müssen in den nächsten Bereich. Naja, wir haben es jetzt geschafft und ja. Was gibt's denn jetzt so zu sagen? Wir gehen jetzt in den nächsten Bereich. Ich habe auch schon entschieden welchen, und zwar die Diablo-Wüste wird unser nächstes Ziel sein. Dort werden wir nämlich so einen Golden brauchen.
Und ja, mal sehen, wie das jetzt läuft. Wir sind gut in der Zeit gerade. Die Wüste, wo ist denn die? Halt, erstmal Falken. Oder auf den Abräumen. Ich bin gerade weg. Und ich bin wieder weg. Bingo. Aber wir kommen nur mit so einem Gohan weiter und wir haben gerade Trunks drin. Ja. Wir können zwar auf Trunks, auf so einen Gohan jetzt wechseln, ich möchte euch nur schnell was zeigen, weil ich glaube, das werde ich im RPS vielleicht sogar vergessen. Weil ich jetzt weiß, wie es geht. Und zwar habe ich von im SAP mal einen Kommentar bekommen, wo ich so jetzt mal kurz angehalten hat, ich habe aus Versehen nicht Windows-Taste gedrückt. Yeah, Windows-Taste wurde win! Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Das so sieht es ungefähr hier aus in dem Spiel. Ich habe es zumindest im letzten Teil hier gezeigt habe. Emperor Pilaf! Pilaf Squadron! Ja, Pilafs Soldat, den ich umgebracht habe. Ein Gunman und ein Destroyer. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das ungefähr aussehen wird. Ihr könnt da durch die Datenbank durchgucken, könnt sehen, wie viel KP wir investiert haben. In das Erfolg guckt zwar jetzt anders, aber ich kann es dir zeigen. Tut mir leid, Leute. Tut mir sehr leid. Ich will gerade, weil ich habe ja heute schon ganz schön was aufgenommen, wenn ich ehrlich bin. Leute, die Story habe ich heute schon aufgezeigt. Und ich werde auch bei dem Auftrag bleiben. Ich weiß nicht, ob das heute mein letzter Part wird für diese Session. Ich bin nämlich langsam auch ausgebrannt. So eine Aufnahme ist auch nicht gerade einfach. Man muss sich auch ein bisschen konzentrieren, damit man ja auch bisschen das, was man sagt, steuern kann. I've been trying to mine, to rock, to process minerals, but I've no luck using hammers or picks. Perhaps if I use some kind of energy on it. So. By Jove, you did it! For today, it appears your pyrotechnic display has attracted attention of a band of dusty brigands, as you guys, we abscond and relocate to friendlier environs. Ja, es sind alles bösartige Leute. Also, es ist sowieso no match for me. Es ist wichtig, dass wir alle fest blatt machen. Weil einer der Felsen ist etwas versteckt. Komm her. Du mieser Wichser. Yes. Nummer 1 gefunden. Wow. Bam, 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 alle weg.
So, Nummer 2. Ja, die große Wüste. Und jedes Mal, wenn wir in einen Bereich kommen, kommen wir wieder zurück. Das heißt, es geht immer weiter. So. Nochmal runter. Hep. Hep. Wen haben wir denn da? Zwei ungebetene Gäste. Wir haben kaum Energie, okay, das laden wir wieder auf. Kein Bier! Okay, dann weiter. Hep. Eine Rüstung. Nummer 3. Wo ist Nummer 4? Ich wette auf deine. Ich kann mich irren, wenn ich wüsste, dass der Schalter hier irgendwo ist. Ja, man sieht schon auch, wenn man jetzt mir bei diesen ganzen Missionen, ganzen Levels hier zuguckt, dass das auch ganz viele gute, schöne Rätsel eingebaut wurden, um das Spiel interessant zu gestalten. Nicht gerade ein schlechtes Feature. Wo ist denn nur der letzte? Hep. Gibt's hier einen Button? Ja, nicht, hoffentlich. Ein Item. Ja, da. Ja. Perfekt. Level 95. Yes, der Schalter! Jetzt rüsten wir wieder auf. Wir machen so ein Golden Übel stark. Okay. Okay, dann mal weiter. Da ist ein Speicherpunkt. Jetzt sind wir oben. Hep.
Okay, die kann man immer zerschießen. Das Training würde so ein Go nicht gut tun, wenn wir weitermachen. Obwohl, nein, mal im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir dahin fliegen. Auf den Zug. Ja, auf den Zug geht's. Ja, im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst die Wertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute.